Guten Morgen, Marlene schläft noch und sie verpasst leider diesen genialen Sonnenaufgang. Hey, heute starten wir auf die erste Wanderung der Saison und zwar erkunden wir diesmal die Ostsee und da geht es jetzt über den Hochuferweg bis zum Königstuhl nach da hinten. Viel Spaß! Hier sind wir am höchsten Punkt der Kreidefelsen auf 118 Meter über dem Meer. Hier sieht man auch noch mal, wie krass steil das hier alles runtergeht. Und alles ist so schön weiß. Bei mir kommt gerade voll so Badeurlaubsfeeling auf. Ich meine, wir haben erst März, ich glaube, das ist alles noch ein bisschen kalt. Aber wenn man sich hier so die Sandstrände anguckt, könnte man sich schon auch vorstellen, da jetzt reinzuhüpfen, oder? Auf geht's! Hinter der Kamera ist natürlich wieder Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Bisschen ungewohnt hier am Meer. Ja, ist mal was ganz anderes, aber ich freue mich auf den Tag heute. Bevor wir jetzt aber auf eine Wanderung starten, zeigen wir euch erstmal unser Hotel. Wir übernachten nämlich direkt da am Wasser. Im Kurhaus Binz. Sieht aus wie so ein Schloss, oder? Herrschaftlich eingerichtet und auch das Zimmer sieht wirklich cool aus. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie hier früher sogar die Kaiser schon übernachtet haben. Und das Beste an dem Zimmer ist allerdings der Balkon mit Meerblick. So lässt sich's leben, gell? Wir sind nun nach Sassnitz zum Hafen weitergefahren und da im Hintergrund sieht man auch schon, was den Hafen so besonders macht. Da verläuft nämlich die längste Außenmole Europas. Insgesamt knapp 1,5 Kilometer ist es lang und man kann da auch bis zu dem Leuchtturm dahinter laufen. Und von hier starten auch verschiedene Schifffahrten, die quasi so eine Kreidefelsentour anbieten. Hätten wir auch machen können, aber wir wandern jetzt lieber dahin. Hallo. Hallo. Bitte schön. Super, danke schön. Viel Spaß euch. Danke. Tschüss. Sind das schon die ersten Vorboten der Steilküste? Auf jeden Fall. Die ersten Meter waren sehr entspannt. Es ging direkt so am Meer entlang. Richtig schön gemütlich. Jetzt müssen wir mal ein bisschen steiler bergauf, um auf den Hochuferweg schließlich drauf zu kommen. Ich finde es gerade richtig schön hier. Wir laufen über so einen weißen Waldboden hinweg. Und es ist wirklich so Frühling in der Luft. Wenn ich jetzt mal still wäre, würde man hier überall die Vögel zwitschern hören. Und wir haben hier schon einen richtig guten Blick auf die Kreidefelsen nach da hinten. Irgendwo da hinten ist der Königstuhl, bis dahin sind es jetzt noch 7 Kilometer. Hier können wir einen Abstecher zur Piratenschlucht machen, da geht's runter zum Strand. Dieser Abschnitt hier heißt Piratenschlucht, weil sich hier der Seeräuber Störtebeker vormals zurückgezogen haben soll. Und er soll der Legende nach auch seine Schätze hier versteckt haben. Die wurden übrigens noch nicht gefunden, also falls ihr mal hierher kommt, vielleicht habt ihr ja Glück. Auch voll schön, wie das Wasser da unter uns so richtig leuchtet. Da hier unter uns sind die Wissower Klinken. Die Klinken waren früher mal das Wahrzeichen von Rügen, damals als die beide noch rund 20 Meter höher waren. Leider sind die beide 2005 abgebrochen
und ins Meer gefallen. Wie das aber ausgesehen haben könnte, kann man ja an dem Gemälde von Caspar David Friedrich noch gut erkennen. Der war Anfang des 19. Jahrhunderts hier. Allerdings geht man davon aus, dass das damals noch mit Gras bewachsen gewesen sein soll. Bisschen Hindernislauf hier. Wir laufen hier die ganze Zeit durch so alte, urtümliche Buchenwälder. Das ist auch UNESCO-Weltnaturerbe, weil es sehr schön zeigt, wie Urwälder früher in Deutschland ausgesehen haben sollen. So nämlich. Wir müssen jetzt hier so eine kleine Schlucht durchqueren. Dazu geht es jetzt erstmal steil runter, auf der anderen Seite wieder hoch. Und da unten sieht man ja schon so einen Bach fließen. Und der führt zum höchsten Wasserfall von Mecklenburg-Vorpommern. Da bin ich aber gespannt. Da ist der Wasserfall. 4 Meter hoch. Ein letzter kurzer Zwischenstopp an der Viktoriasicht. Hier sieht man auch noch mal, wie krass steil das hier alles runtergeht. Und alles ist so schön weiß. Und dann da drüben ist nun auch schon das Ziel in Sichtweite. Es ist nicht mehr weit bis zum Königstuhl. Hier sind wir am höchsten Punkt der Kreidefelsen auf 118 Meter über dem Meer. Schon sehr cool, diesen Weitblick übers Meer zu genießen. Der Königsstuhl ist ja auch als weißer Riese bekannt und wir werden zu den letzten Besuchern gehören, die hier auf dieser Aussichtsplattform stehen. Es liegt daran, dass das hier Absturzgelände ist und immer mehr und mehr wegbröckelt. Stattdessen entsteht da hinten schon eine neue Aussichtsplattform, die wird dann aber über dem Felsen drüber schweben. Und wenn ihr noch mehr Zeit mitbringt, dann könnt ihr auch noch einen Abstecher ins Nationalparkzentrum machen und da erfahren, wie die Kreidefelsen entstanden sind. Das letzte Mal Dampflok gefahren bin. Ich glaube, irgendwann als Kind. Nehmen wir die, oder? Ja, Schloss! Angekommen in Selin. Auf zum Einkehrschwung. Ich freue mich jetzt echt auf was zu essen. Wir haben gerade dieses Restaurant hier entdeckt. Das steht schon fast im Meer drin. Endlich sehen wir auch Fische. Dankeschön. Oh, darauf freue ich mich jetzt. Eine heiße Waffel nach dem anstrengenden Tag.
Habt ihr noch weitere Tipps für Rügen? Wo gibt es zum Beispiel eurer Meinung nach den schönsten Strand zum Baden? Wo kann man richtig gut essen gehen? Und welche Sehenswürdigkeiten sollte man sich sonst noch anschauen? Schreibt uns eure Erfahrungen und Tipps gerne unten in die Kommentare hinein. Und jetzt freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Eindruck hier gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und ihr wisst ja, es gibt ja noch mehr spannende Orte in Deutschland. Zum Beispiel haben wir hier unentdeckte Orte in der Sächsischen Schweiz besucht. Und da zeigen wir euch den besten Blick auf die Moselschleife. Viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!